Ich habe euch wieder 6 Outfits aufgenommen und die möchte ich euch in diesem Video zeigen. Das aber nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und das ist mein nachhaltiger Kleiderschrank. Ich habe euch wieder 6 Outfits aufgenommen, die ich in den letzten 2,5 Wochen getragen habe. Meist ist es bei mir relativ langweilig, weil ich eben im Sommer meistens nur Stoffhose und T-Shirt trage. Aber ich habe mal probiert, so ein bisschen Abwechslung ins Video reinzubringen. Deswegen 2,5 Wochen jetzt einfach. Und ich zu mir, falls du mich noch nicht kennst, ich trage fast ausschließlich nur Secondhand-Ware. Und das, was ich mir neu kaufe, kaufe ich nachhaltig. Bei mir ist diese Umdenke auch noch nicht komplett vollzogen. Man muss sich einfach vorstellen, ein Kleidungsstück hat den und den Wert. Und das, was wir herkömmlich eben bei großen Konzernen kaufen können, das ist meistens ein Preis, der ist zu Kosten der Arbeiter, zu Kosten der Umwelt. Und da müssen wir ein bisschen umdenken. Durch das, dass ich fast ausschließlich eben nur Secondhand trage, spare ich mir sehr viel Geld, sodass ich eben auch mal was Nachhaltiges kaufen kann. Und wir legen jetzt los mit Outfit Nummer 1. Jetzt kommen wir zu sehr ins Quatschen. Beim Outfit Nummer 1, ich habe hier wieder meinen Zettel, trage ich meine Kette, die habe ich heute auch dran. Die Sternkette, die habe ich gefunden auf der Straße. Also es gibt ja immer mehr Leute, die ihre Sachen herschenken. Also das, ich nenne es immer, die Sache wieder in den Kreislauf zurückbringen. Und ich mache das ja auch regelmäßig. Und das war jemand, der seinen Schmuck hergeschenkt hat und zu verschenken eben vor so ein kleines Schildchen gestellt hat. Da war die Kette drin. Und die ist tatsächlich auch Silber, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und die trage ich seitdem halt durchgehend, die mag ich echt gerne. Und der Witz daran ist, ich habe eben so eine feine Kette. Ich habe immer überlegt, soll ich mir jetzt eine kaufen oder nicht. Und dann kam sie irgendwie so zu mir. Das ist richtig cool. Zu der ganzen Sache trage ich mein blaues silbernes Top. Das habe ich auch mal auf dem Flohmarkt gekauft. Löst sich jetzt allerdings nach und nach zusammen. Das hat einen ganz witzigen Rückenausschnitt und sitzt halt auch recht bequem. Zu der ganzen Sache trage ich eine Ballonhose. Die ist noch von H&M. Aber die fällt jetzt langsam auseinander. Ich mag sie echt gerne. Aber die ist schon gar nicht mehr schwarz. Sie hat schon so einen richtig rötlichen Touch, weil einfach die Farbe schon komplett draußen ist. Und sie hat halt auch eben total viele Löcher. Aber sie ist halt im Sommer so ultra bequem. Zu der ganzen Sache trage ich meine neuen Sandalen von Vegetarian Shoes. Die trage ich gerade nur noch, weil durch das, dass ich Kompressionsstrümpfe trage, ertrage ich gerade bei der Hitze keine Zonenschuhe. Ich muss sagen, wie es ist. Und das ist einfach das allerbeste, so Sandalen. Also es war ein richtig guter Kauf. Im Outfit Nummer 2 trage ich ein recht neues T-Shirt und zwar von What About Tea. Das ist ein Doppelpack, den ich mir gekauft habe. Ich hätte es im Nachhinein doch einen Ticken dunkler nehmen sollen. Also es gab eine Variante, die ich da gekauft habe jetzt. Aber da konnte ich die Farbe irgendwie nicht so abschätzen. Ein bisschen dunkler steht mir halt doch ein bisschen besser. Aber es ist okay. Also es ist ein einfaches Basic-T-Shirt. Und ich habe für 2, glaube ich, 30 Euro bezahlt oder so. Das geht immer noch. Kann ich echt nichts sagen. Und dazu trage ich meine blaue Stoffhose, die eigentlich meine absolute Lieblingshose im Moment ist. Die kannst du hochkrempeln bis zum geht nicht mehr, wenn die extrem warm ist. Die hat auch oben einen Gummizug und die sitzt halt sehr locker, flockig. Und die hat an der Seite hat sie so einen kleinen goldenen Streifen. Die Hose habe ich übrigens wie fast das allermeiste, was ich dir jetzt sage, von Juvab. Den Rest, den ich eben neu gekauft habe, den erwähne ich dazu. Dazu trage ich meine Ballerinas. Die haben einfach zu dem Outfit ein bisschen besser gepasst. Das sind diese Oliver Ballerinas, die bunt sind. Sie sind nicht so hundertprozentig bequem, muss ich an der Stelle sagen. Aber ich habe sie halt echt auch für ein kleines Geld geholt, 8 Euro oder so. Und dazu trage ich eben wieder meine Sternenkette. Kommen wir zur braunen Bluse, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Jetzt weiß ich die Marke schon wieder, ne? Hier ist recht bekannt, Opus oder so.
Und die ist so ein bisschen ungeschickt. Die kannst du maximal 2 Tage tragen, maximal. Kommt immer drauf an. Weil sonst riecht sie halt wirklich nach Schweiß. Weil das ist so eine Kunstfaser und ist halt gar nicht atmungsaktiv. Aber ich hatte mir anfangs echt überlegt, so tue ich sie wieder weg, weil so im ersten Jahr hat sie mir gar nicht so gut gefallen. Jetzt finde ich sie eigentlich ganz bequem. Zu einer Leggings passt halt unwahrscheinlich gut. Und da trage ich eben die Tok Tok Leggings. Die hat mich ein bisschen mehr Geld gekostet. Die hat, lass mich nicht lügen, um die 30 € gekostet. Aber das ist ein anderes Level von Qualität, ohne Witz. Ich habe mir ja früher immer nur die günstigen geholt. Und die ist halt super vernäht. Die hat einen breiten Band, also einen breiten Bund oben dran. Die ist vom Stoff her einfach, die schmiegt sich so an. Also es hat sich so unwahrscheinlich gelohnt. Wenn man 2 kauft bei Tok Tok, dann ist das nochmal ein bisschen günstiger. Ich denke, ich werde mir da nochmal eine holen, weil ich wusste halt einfach nicht, soll ich mir jetzt vielleicht nur anders nochmal eine holen oder beziehe ich mich jetzt komplett auf die Tok Tok Sachen. Habe ich bis jetzt übrigens eine sehr gute Erfahrung gemacht. Und dazu trage ich natürlich wieder meine Sandalen. Die trage ich gerade einfach die ganze Zeit. Die sind von Vegetarian Shoes. Und ich liebe die Dinger. Die haben 69 € gekostet. Das hat sich echt gelohnt. Und auch hier wieder die Kette. Die habe ich bis jetzt einfach nicht abgenommen. Im Outfit Nummer 4 trage ich ein graues Shirt, das ursprünglich mal von H&M war. Das rutscht so über die Schulter. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ich habe es natürlich gebraucht gekauft. H&M würde ich jetzt so direkt nichts mehr kaufen. Dazu trage ich eine blaue Hose, die auch schon ein bisschen länger bei mir ist. Die ist ursprünglich mal von Amazon gewesen. Das war von irgendwie so einem China-Hersteller. Würde ich nie wieder bestellen. Die Passform passt überhaupt nicht. Also, das kannst du irgendwie vergessen. Die ist nicht gut vernäht. Noch hält sie zusammen und ich trage sie auch noch, weil es eben eine Stoffhose ist und die halt einfach perfekt für den Sommer ist. Allerdings gibt es atmungsaktivere Hosen. Also man schwitzt auch in der, weil das halt eben so eine Kunstfaser ist und inzwischen glänzt sie mir halt einfach auch zu stark. Dazu trage ich meine Sandalen wieder. Muss ich es noch dazu sagen, weil es halt jetzt konstant einfach richtig warm war und das einfach der einzigste Schuh ist, den ich gerade im Moment ertrage. Also die 69 €, die haben sich wirklich gelohnt. Im Outfit Nummer 5 trage ich ein schwarz-weiß gestreiftes Shirt, was ursprünglich mal von Marco Polo war. Diese Marke hätte ich früher niemand im Arsch angeguckt. Da hätte ich mir niemals was gekauft. Und das ist total interessant, was passiert ist, als ich angefangen habe, Secondhand zu kaufen. Da haben sich einfach Marken auch dazwischen gemischelt, die ich früher altbacken fand oder so. Obwohl Marco Polo eigentlich, was so Basic-Sachen betrifft, gar nicht schlecht ist. Aber wie schon erwähnt, ich habe den Fokus auf Secondhand-Kleidung und nicht auf neue Ware, ne? Und dazu trage ich eben meine grüne Stoffhose. Die ist super bequem. Die hat so einen richtig außergewöhnlichen Stoff. Es ist leider der Zettel aus der Hose rausgeschnitten gewesen, weil es ist halt eben Secondhand-Ware. Sonst hätte ich irgendwie rausfinden können, was für eine Faser das ist. Das ist total seltsam. Das hat auch eine komische Optik. Ist eine Marke, die so ein bisschen teurer ist. Und ich habe auch auf der Homepage gesehen, Originalwert wäre schon weit über 100 € gewesen, so hätte ich sie mir absolut nicht gekauft. Und auch hier trage ich wieder die Sandalen. Kommen wir zum heutigen Outfit. Und das zeige ich euch nur, weil ich mein absolutes Lieblings-T-Shirt gefunden habe. Das ist vielleicht von der Farbe auch ein bisschen hell, aber ich mag so Statement-Sachen. Und ich liebe Jubba Chups Lutscher. Ich habe mir jetzt bloß schon länger keinen mehr geholt, aber das ist wirklich eine Sache, die finde ich richtig geil. Die habe ich schon als Kind richtig cool gefunden. Und als ich dieses T-Shirt gesehen habe für 11 € oder so eben bei Jubab, musste ich einfach zuschlagen. Und zu der ganzen Sache trage ich ganz leger wieder die grüne Stoffhose, weil die halt unwahrscheinlich bequem ist. Und die Sandalen, die ich eben in den anderen Outfits auch getragen habe.
Das waren meine 6 Outfits. Kaufst du schon Secondhand oder machst du dir Gedanken darum, wo deine Kleidungsstücke herkommen? Denk bitte daran, wir haben die größte wirtschaftliche Macht, weil wir sind der Endverbraucher und wir können etwas ändern. Und wenn wir zeigen, dass wir das, was da passiert, nicht gut finden, dann machen wir das eben, indem wir Dinge nicht kaufen oder eben auf Produkte zurückgreifen, die Secondhand schon auf dem Markt sind. Denn wir gehen sehr, 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 sehr schlecht mit unserer Kleidung um. Wir kaufen, ziehen es ein-, zweimal an und das war's dann. Und es gibt eine Statistik, die besagt, dass jedes Kleidungsstück nur dreimal auf der Erde getragen wird. Und da sind auch meine und deine dabei und das ist richtig krass. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!